Radio SAW. Angie fast allein zu Haus. Jetzt erst recht. Noch im Frühstück schaffe ich locker. Bin ja in Rente. Du, die Google-Suchverläufe von Prominenten sind jetzt durch ein Datenleak ans Tageslicht gekommen. Und so im Suchverlauf, da kann man gut erkennen, was die Leute so umtreibt, du. Und zum Teil ist es ganz schön peinlich, was da aufgetaucht ist. Was denn zum Beispiel? Ja, nehmen wir zum Beispiel mal Boris Becker. Der hat vor seinem Gerichtsprozess offenbar Pfandhaus, die besten Geldverstecke und die Schlagwörter Seife, Dusche, Gefängnis gegoogelt. Heidi Klum suchte zuletzt nach Stimmbandoperationen, Jobroutinen durchbrechen und gefloppte Tokyo Hotel Singles. Ah, ganz spannend fand ich den Suchverlauf von Harald Glöckler. Der googelte lebenslang peinliche Witzfigur und Zwergspaniel aus Staubsauger befreien. Comedian Mario Barth interessierten die Begriffe Mann-Frau-Witze, Schrägstrich neu, Schrägstrich originell. Ach, und Olaf Scholz suchte nach Volkshochschul-Abendkurse Geopolitik, Barack Obama und Alpezin. Oh, ja, ich komm ja. Du, ich besuch's jetzt auch nicht, mein Joachim. Entenfüttern im Park. Ach, und lösch bitte mal meinen Suchverlauf, ja? Aber ohne gucken. Versprochen. Ciao. Mein Robert. Na, was macht die Energiewende? Ich hab gehört, ihr wollt jetzt im Watt nach Öl bohren. Als Grüne? Guten Morgen, Frau Merkel. Naja, also, was sollen wir denn machen? Der Spagat zwischen Unsinnigem und Nutzlosen muss uns ja irgendwie gelingen. Aber Robby, das Wattenmeer ist doch Naturschutzgebiet. Das stimmt, Frau Merkel, aber ich hatte einen Vororttermin und also der ganze Kladderadatsch besteht ja doch überwiegend aus Sand. Ach so, und den könnt ihr den Leuten natürlich in die Augen streuen, was? Also, das haben Sie jetzt gesagt. Also, langsam hast du den Bogen raus, du Schlingel. Robert. Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.